das? Das ist mir aber unangenehm. Kannst du mir eine Waffe borgen? Nein. Aber eine Kugel habe ich. Mit deinem Namen drauf. Oh, jede Sekunde stirbt mein Partner rein, tritt die Tür ein und killt jeden Einzelnen von euch. Und du, mein Freund. Das wird wehtun. Sehr weh. Letzte Worte? Wie geht's deiner Schwester? Petra Vench, danke für die Einladung. Was brauchen wir denn für die Party? Das Übliche. Mach doch mal! Ernsthaft? Guck mal. Finde ich jedes Mal wieder krass. Mach doch mal! Später. Vielleicht. Die Insassen gehen die Wände hoch. Zum Glück sind die Hauptarena und die unteren Ebenen noch gesperrt. Aber wenn das Kernsicherheitssystem versagt, wird die Eindämmung ein Problem. Ein ganz normaler Tag im Büro. Okay, Partner, das ist ein K-Drift in 6. Guck mir genau zu und versuch mitzuhalten. Dann auf ins Gefängnis! Kerlchen wollen's wirklich drauf anlegen. Dieser Aufstand muss hier enden. Sollte es diesen Mördern gelingen, auszubrechen, überrennen sie das Riff. Okay, dann teilen wir uns auf und schalten sie aus. Und 1 und 2 und 3. Das wird eine gute Story. Hey, wer veranstaltet da Explosionen ohne mich? Ich schaue mir die Explosion mal an. Kommt dazu, wenn ihr könnt. Wir sind auf dem Weg, Petra. Je schneller, umso besser. Durch die Explosion wurden noch mehr Zellblöcke aufgesprengt. Thank you.
Ich stehe auf Feldeinsätze. Die Explosion hat die Sicherheitsanlage auf den unteren Decks außer Gefecht gesetzt. Ich sehe mal nach den Hochsicherheitstraktinsassen. Du und Kate geht zur Sicherheitsanlage. Seht zu, dass ihr sie wieder zum Laufen bringt. Also, wir können nicht so mir nichts, dir nichts in die Sicherheitsanlage reinlatschen. Ich gehe nach oben und du nach unten. Shax würde sagen, das ist unglaublich. Wer hat dir das beigebracht? War ich, oder? Ich traue meinen Augen nicht. Wie mache ich mich als Shax? Ich möchte anmerken, dass ich den Spaß meines Lebens habe. Du weißt echt, wie man eine gute Show abzieht. Nicht ins Gesicht! Nicht ins Gesicht! Ich traue meinen Augen nicht. Wie mache ich mich als Shax? Wir nähern uns jetzt dem Sicherheitshub, Petra. Verstanden. Hier unten ist der Saft ausgegangen. Ich muss also den langen Weg zum Hochsicherheitstrakt nehmen. Pass auf! Von unten! Oh nein, oh nein, oh nein! Das war nicht Teil des Plans! Kate! Vergiss es! Das ist definitiv der Plan! Wir sehen uns beim Sicherheitshub. Nach links! Links! Das andere links! Das ist der Sicherheitshub. Räum das Gebiet erstmal auf, bevor wir reingehen.
Wir brauchen hier Freigabe auf Aufseherlevel, um die Tür zu öffnen. Kate? Wird erledigt. Bleib dran für die Beförderung. Perfektes Timing, wie immer. Jetzt müssen wir sie nur noch anschalten. Was passiert mit dem Boden? Bäh, die Schafe klebt hier alles. Schaff sie weg von hier, ja? Scharwiderlichkeit beseitigt, jetzt sollte es hochfahren. Nicht vergessen, die Zwischenspeicher zu löschen. Ja, klar. Eine Frage, wie stelle ich das an? Drück einfach den roten Knopf. Die sind alle rot. Dann drück halt alle. Unfassbar, dass das geklappt hat. Ich bin so fantastisch darin. Vergiss es, das hat nicht geklappt. Keine Sorge, wir packen das schon. Zieh dein Ding durch. Ich starte es. Dieses Mal wirklich. Komm schon, komm schon. Und bleib unten. Keck-Kundendienst mit extremen Vorurteilen. Alles ist da, wo es sein sollte, aber jetzt fragt es mich noch nach einer zweiten Aktivierung. Draußen auf den Stegen sollte es ein Terminal geben. Ich gebe dir von hier Deckung. Sobald ich herausgefunden habe, wie man die Geschütze anschmeißt. Übrigens, du und ich geben ein gutes Team ab. Ich halte dir die Tür auf. Oh, die Geschütze haben auch einen manuellen Modus. Interessant. Hey du, was hältst du von meinen neuen Kanonen? Bist du noch da, Petra? Wir räumen dir bald einen Weg zum Hochsicherheitstrakt. Verstanden. Daran könnte ich mich gewöhnen.
Ah, ich stehe vor einer geschlossenen Tür. Gibt es Updates für mich? Ich fahre gerade die Sicherheitssysteme hoch. Bei dir alles gut, Petra? Ja, betrete jetzt die unteren Ebenen. Ich check mal ein paar Sachen und dann machen wir Feierabend. Solange du die nächste Runde schmeißt. Hier haben wir ja mal gründlich aufgeräumt, Kinder. Döner für alle. Sieht ziemlich gut hier unten aus. Muss nur noch eine Sache überprüfen. Aufstand. Es war ein Ausbruch. Die Schleuse auf Deck 0, das ist der einzige Weg nach draußen, so weit unten. Sie brechen aus. Nicht, wenn ich zuerst ankomme. Spitze. Hast du das gesehen, Petra? Petra? Hüter? Obwohl die Funkrelais mit dieser spektakulären Landung zerfetzt. Unheilvolle Musik, bitte. Okay, ihr Hübschen. Zurück in eure Käfige. Ich sagte, zurück in eure Käfige! Sorry.
Jetzt bin ich stinkig. Habt ihr wirklich nicht mehr drauf? Hilf mir mal, meine Kleine. Kate? Petra? Was geht da unten vor sich? Melde dich, Kate! Hey, willkommen zurück. Wir sind mindestens 20 Stockwerke in die Tiefe gestürzt und ich kann Kate nicht erreichen. Petra auch nicht. Ätherspuren. Nimm dich vor entflohenen Gefallenen in Acht. Aber irgendwas stimmt mit diesem Äther nicht. Irgendetwas ist auf freiem Fuß. Und zwar ganz in der Nähe. Diese Viecher, das waren mal Gefallene. Die Gefallenen sind nicht einfach so geworden. Jemand hat sie dazu gemacht. Ich entdecke Aktivität unter uns, aber kann immer noch niemanden über Comms erreichen.
Ach, wie zugeschweißt. Es muss einen anderen Weg geben. Nein. Kates Geist. Sie ist tot. Ohne seinen Geist stirbt Kate. Wir müssen ihn finden. Halte durch, Kate. Wir kommen. Kurz und schmerzhaft. Hey du, sitzt meine Frisur? Sprachlos. Wie immer. Oh nein. Nichts mehr. Es tut mir leid. Hör mal. Das ist nicht deine Schuld. Das kommt davon, wenn man mal nett ist. Sag, Zavala und Ikora. Die Vorhut ist die beste Wette, die ich jemals verloren habe.
Seine Witze waren schlecht. Das Timing noch schlechter. Ich wollte lachen. Wollte ich wirklich. Wir hätten da sein sollen. Das ist nicht deine Schuld. Das geht auf Aldrin Sov. Wenn er denkt, dass dies das Ende war, irrt er sich. Es ist der Anfang. Wir werden ihn bekämpfen. Hörst du? Wir alle. Jeder Titan, jeder Warlock, jeder Jäger. Wir erobern das Riff im Sturm. Und dann spießen wir den Kopf dieses verdammten Bastards auf seinem Thron auf. Für unser Team. Für Cade. Nein. Was sagst du? Wir sind keine Armee. Wir sind keine Eroberer. Wir sind Hüter. Unser Einsatzfeld ist hier. Unsere Heimat, unser Volk, der Reisende. Das Riff war verloren, als seine Königin verloren war. Wenn ein anderer Sov diesen Haufen Steine haben will, dann soll er. Das ist Cade, von dem wir hier reden. Wenn wir nichts tun, dann ist das... Sag es. Feigheit. Ich will keine weiteren Freunde begraben. Das wirst du nicht müssen. Aldrin Sov gehört mir.